Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo kommt von jemandem, der hatte schon mal einen Zoo eingesendet, nämlich der gute Stony. Und der hat Stony's Nature 2 eingesendet, so heißt sein Zoo. Und er schreibt auch eine schöne E-Mail. Aber bevor wir zu der E-Mail kommen, der Stand ist der 31.12. Er hat aber auch eine aktuellere Version vom 24.01. eingeschickt. Also wir haben eine relativ aktuelle Version von seinem Zoo. Er hat auch eine längere E-Mail geschrieben, deswegen fasse ich die so ein bisschen zusammen. Fangen wir direkt mit den Daten von dem Zoo an. Nun mein Zoo. Diesmal habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Etwa 90-95% habe ich selbst gebaut. Alles aus dem Workshop ist mit einem orangenen Punkt markiert, außer die spieleigenen Dinger. Der Zoo hat nur etwa 40-50 Tiere, da ich in Themengebiete unterteile. Aktuell steht nur grob der Eingangsbereich und den von vorne bis hinten fertigen Asia-Bereich. Diesmal habe ich auch auf Sound und Beleuchtung geachtet. Eine Wegschilderung kam letztendlich auch noch hinzu. Ich hoffe, du findest dich zurecht. Im Großen und Ganzen bin ich auch echt zufrieden mit dem, was ich schon geschafft habe. Einzig der Temperaturunterschied zwischen manchen Gehegen ist mir noch ein Dorn im Auge. Meine Empfehlung für dich wäre ganz zu Anfang, erstmal vom Eingangsbereich aus eine Rundfahrt mit dem Zug zu machen. Dann fällt dir die darauffolgende Erkundung des Zoos vielleicht etwas leichter. Dann schreibt er noch ein kleines PS für mich und natürlich in der Update-E-Mail hat er mir auch noch ein paar Sachen mitgeteilt. Aber das ist jetzt alles gar nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in Stony's Nature 2. Ich bin sehr gespannt. Und da sind wir auch schon angekommen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich richtig viele FPS, weil du hast noch in die E-Mail geschrieben, dass du langsam FPS-Probleme kriegst. Ich habe sogar noch fast 50 FPS. Das ist mega viel. Also nicht schlecht. Gehen wir mal rein. Oh, Besucher sind auch noch an. Das ist auch sehr schön. Wow. Okay, das ist cool. Du hast hier sogar so ein eigenes Logo für deinen Zoo gebastelt. Stony's Nature 2. Und dann mit den schwarzen Dingern hier unten. Ach, das sieht ja richtig cool aus. Coole Idee. Das ist auch beleuchtet und sowas. Ich muss unbedingt nachher daran denken, das Ganze mir auch nochmal bei Nacht anzuschauen, weil du hast ja extra geschrieben, dass du auch auf Beleuchtung geachtet hast. Und hier haben wir noch Fahrradständer und Parkplätze. Cool. Mit so ein paar Autos. Auch hier alles schön dekoriert. Finde ich einen coolen Eingangsbereich, definitiv. Und noch ein paar Blümchen. Oh, sogar noch ein paar Stühle zum Hinsetzen. Nicht schlecht. Ja, cool. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Ich freue mich gleich schon auf die Zugfahrt. Okay, hier sind leider noch so ein paar leere Bereiche. Da hast du wohl noch nichts hingebaut. Ich bin gleich auf den Asia-Bereich gespannt. Ich habe auch reingeschrieben, dass du da sehr zufrieden mit bist und dass der schon sehr fertig ist. Was haben wir denn hier? Ach, das sind auch noch unfertige Vivarien. Ah, okay. Da sind noch gar keine Tiere drin. Ich hoffe, ich gehe hier richtig. Hier sind ein paar Toiletten. Scheint hier noch sehr unfertig zu sein. The Forest ist aber schon mal ein cooler Eingangsbereich, den du hier geplant hast. Zum liegenden Wolf. Wow, hast du ihn selber gebaut oder aus einem Workshop? Ich finde ja sowas immer beeindruckend, ne? Wenn man diese Steinskulpturen baut. Aber sowas würde ich selber niemals machen. Da hätte ich keine Geduld für, glaube ich. Ja, aber cooler Eingangsbereich. Freue ich mich schon auf den Bereich des Zoos. Aber wahrscheinlich musst du den in einem neuen Zoo oder sowas bauen, wenn du jetzt schon FPS-Probleme kriegst. Das ist leider ein bisschen problematisch, sowas. Aber kann man nicht ändern. Und hier steht auch schon so eine kleine Brücke in Planung. Oh, da ist die Zugstrecke. Da ist auch der Bahnhof. Ah, gut zu wissen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lang gehen soll. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Uff, aber du hast auch ausgeschildert, hast du geschrieben, ne? Gehen erstmal jetzt hier über die Brücke. Hier ist ein riesiges Gewässer. Da hinten ist der Asia-Bereich, glaube ich. Oh, der sieht ja schon mal interessant aus. Freue ich mich schon gleich drauf. Auch sehr schön mit den Felsen hier gearbeitet. Lol. Das aus dem Workshop? Das ist einfach... Oh mein Gott, das ist einfach das Raptor-Gebäude aus Jurassic Park. Wie cool ist das denn? Schreib mal in die Kommentare, ob du das selber gebaut hast. Ich kann auch gleich mal gucken. Du hast ja gesagt, du hast Workshop-Elemente mit dem... mit so einem orangenen Punkt markiert. Das ist, glaube ich, die Villa, die ich beim letzten Mal übersehen habe. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Da habe ich, glaube ich, nur von außen geguckt. Gehen wir jetzt mal rein und schauen uns das mal an. Hier gibt es auch einige Räume schon.
Eingerichtet ist die leider noch nicht. Aber nach hinten kann man auch noch raus. Oh, okay. Das heißt, man kann hier noch in so einen wunderschönen Garten. Deswegen meintest du, ich soll mir die unbedingt angucken. Das sieht ja wirklich sehr schön aus hier. Mega idyllisch hier. Cool. Oh, das ist echt toll. Da hast du dir sehr viel Mühe gegeben. Wow, ist echt schön. Gefällt mir. Ich gehe mal ganz kurz in die Außenperspektive. Ich will mal eben hier mir das Raptor-Gebäude angucken. Bei sowas bin ich ja immer sehr gespannt bei so Jurassic Park-Gebäuden und sowas. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mal versuche, Jurassic Park in Planet Zoo nachzubauen. Aber es wäre halt schon echt viel Arbeit. Das sieht ja mega gut aus. Das ist halt richtig gut geworden. Hammer. Ah, hier ist aber orangener Punkt. Okay, das heißt, das hier ist aus dem Workshop. Gut zu wissen. Cool, was die Leute schon alles so machen, ne? Kann man das als richtiges Gehege benutzen hier, das Ding? Also hier oben kann man definitiv keine Wege lang führen. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, hier könnten keine Besucher lang gehen. Es wäre mega cool, wenn man hier ein Gehege draus machen könnte und hier könnten auch die Besucher hoch. Oder ist hier, ist das möglich, dass hier Leute lang gehen? Eventuell schon. Ich weiß nicht, ob die Wege nicht zu breit wären dafür. Ist ja auch egal. Ich sehe auch noch ein paar Elemente. Fliegen mal kurz hier rüber. Ob ich noch irgendwas verpasst habe. Hier ist auch noch mal eine Brücke. Hier geht es in den Asia-Bereich, so wie es aussieht. Okay. Und auch noch so ein paar Toiletten. Ich glaube, so ansonsten habe ich nichts verpasst. Wir können jetzt direkt hier vorne in die Zugfahrt. Wir brauchen jetzt nur einen Mitarbeiter. Hier ist gerade einer. Sehr schön. Und dann können wir weitermachen. Ach, wir brauchen gar nicht in die Innenperspektive gehen. Das macht gar keinen Sinn. Wir können uns jetzt einmal den Bahnhof so angucken und dann können wir direkt in den Zug steigen. Auch ein sehr interessanter Bahnhof hier. Mit dem Glasdach. Finde ich cool. Wirklich cool aus. Da steht schon der Zug bereit. Auch hier schön mit den Klippen und den Pflanzen gearbeitet. So, dann machen wir mal auf Test. Und ich hoffe mal, die fährt jetzt direkt los. Geh mal in die Innenperspektive. Ne, wir bleiben so. Kennt das ja, dann sieht man ein bisschen mehr. Asien. Da geht's gleich rein. Das werden wir uns gleich alles angucken. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Oh, wir fahren sogar durch so Tunnel durch. Oh, sind ein bisschen tief, die Dinger. War cool, dass du die Strecke noch so eingebaut hast. Die auch so auf Klippen und so lang fährt. Ich mag den Baustil von deinen asiatischen Gebäuden sehr gerne. Der sieht echt anders aus als so die anderen asiatischen Gebäude, die ich bis jetzt gesehen habe. Wenn ihr mal schaut. Also die Zugstrecke ist ja mal mega interessant hier. Schön an den Klippen. Jetzt geht es hier hinten nochmal durch so ein Tor und durch so einen Hinterhof. Ich glaube, hier ist sogar nochmal eine zweite Station, so wie es aussieht. Ja, hier haben wir eine Bahnhofsstation. Cool. Boah, da freue ich mich gleich, das zu besichtigen. So, haben wir nochmal einen Tunnel. Also die Zugfahrt ist mega interessant. Schön durch die Bäume hier und Felsen. Gucken, ob es gleich auch noch durch den Tunnel geht. Das ist so das Einzige, was mir gerade noch fehlt. Oh, hier geht es aber steil runter. Hier rechts haben wir Elefanten. Okay, die ist mega gut gemacht, die Zugfahrt. Wasserfall. Oh, unter einer Brücke durch. Oh Gott. Ich komme da gar nicht so schnell hinterher. Ich hätte mal den Zug auf langsamere Geschwindigkeit stellen sollen. Aber das weiß man halt vorher nicht. Oh, nochmal eine wunderschöne Brücke hier. Wow, wie gut das aussieht hier auch mit den Stützen. Okay, sowas habe ich noch nicht gesehen, so eine gute Zugfahrt. Nächster Bahnhof. Der Bereich scheint auch ziemlich groß zu sein, weil jetzt schon der zweite Bahnhof im Asia-Bereich. Ich weiß auch gar nicht, ob du noch andere Bereiche gebaut hast. Und in diesem Asia-Bereich. Oh, jetzt geht's in den Tunnel. Das wäre das, was ich mir gerade gewünscht habe. Oha. Geht's. Oh, durch eine Wand?
Hallo? Ich wurde gerade irgendwie von der Kamera zurückgelassen, weil es durch eine Wand ging. Kann ich den Tunnel gar nicht sehen, wie traurig. Das war ja gemein. Okay, und hier geht's dann zurück, so wie es aussieht. Also hier erleben wir jetzt nichts mehr. Hä, das war jetzt ja fies. War das so gewollt, dass man da durch eine Wand fährt? Wie geht denn das überhaupt? Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man durch eine Wand fahren kann. Aber eine sehr interessante Zugfahrt. Richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Okay, ich würde sagen, wir erkunden jetzt weiter. Oh, Ende. Ich wollte gerade gucken, weil das so interessant aussah. Direkt erstmal spoilern. So, holen wir uns mal einen Menschen und gehen da mal rein. Also eine wirklich sehr tolle Zugfahrt. Hättest du sogar noch auf langsamere Geschwindigkeit stellen können, den Zug. Dann kann man noch ein bisschen mehr genießen, die Fahrt. Aber ich finde es immer schade, dass es bei diesen Fahrgeschäften immer so schnell geht. Und man deshalb nicht anhalten kann. So. Okay, hier hättest du vielleicht die Wege ein bisschen abrunden können. Dass man hier die Bordsteine und sowas nicht sieht. Hier ist sowas aus dem Workshop. Aber sieht sehr schön aus, der Eingangsbereich hier. Gehen wir mal rein. Hier alles beleuchtet. Ich glaube, wir müssen eher auf der anderen Seite rein. Weil das ist ja das Endeschild. Gehen wir mal hier rüber. Nicht, dass wir hier was falsch machen. Da kommt der Zug. Thomas the Train. Cool. So, jetzt gehen wir rein hier in den Asia-Bereich. Asien. Let's go, Leute. Sind das für ein Boden? Hier ist der selbst gebaut? Oh, nee. Was mache ich? Ach, das ist der... Ah, okay. Das ist ein Boden aus... aus dem neuen DLC. Aus dem Arktik-DLC. Deswegen ist der mir gerade so unbekannt vorgekommen. Ach, schön. So ein paar Besucherstände gebaut. Schöne Elefantendeko. Ein bisschen Wasser. Oh. Und hier haben wir direkt das Panzernashorn. Da ist es. Ein schwimmt da sogar. Krass, dass die schwimmen können, ne? Mit den kurzen Beinchen und dem dicken Körper. Aber mega cool, was du hier gebaut hast. Wasserfall, Felsarbeit richtig gut. Hier hinter die Büsche. Gut, hier fehlt noch ein bisschen Felsen, aber das ist ja halb so wild. Ich finde aber auch das Gebäude hier mega interessant. Da kann man, glaube ich, auch rein, so wie es aussieht. Hier ist so ein kleiner Weg. Und hier überall diese Spritzdüsen. Sehr cool. Ich muss fast sagen, wir gehen da gleich mal direkt rein, das abchecken. Oh, hier sind auch Schilder. Kletterkünstler, Vivarien und zum Dorf. Oh, sehr schön gemacht mit den Schildern. Hier ist ein Baumstamm und dann ja, die Schilder abgehen lassen. Eine sehr coole Idee. Ich mag die Farbkombination hier sehr gerne. Du hast irgendwie eine andere Farbkombination als andere Asia-Bereiche so gewählt. Ist alles so ein bisschen dunkler vom Holz her und sowas. Du hast, glaube ich, hier diese ganzen Arktik-Sachen genommen und das mit den Asia-Sachen so ein bisschen gemischt. Sieht echt cool aus. Das mit dem Zug ist auch nice. So, Unterwasser-Dickhäuter. Da gehen wir doch hin. Oh. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Das ist eine Unterwasser-Viewing-Area. Schaut mal. Mit schöner asiatischer Musik. Hammer. Richtig cool aus. Auch hier die Bepflanzung unter Wasser. Richtig schön. Mega. Mega cool. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Kletterkünstler. Gehen wir hier weiter oder gehen wir ab? Ja, wir gehen erstmal hier weiter, würde ich sagen. Hier kann man auch nochmal in das Gehege gucken. Wir biegen mal hier. Bären. Aussicht, Nashorn, Bären und zum Schloss. Da gehen wir mal lang. Ich werde mich 100 pro verlaufen, kann ich euch jetzt schon sagen. Ah! Ein Tier in Not. Da bin ich am Start. Emin befreit den Tiger. Leider sehen wir ihn gerade nicht. Doch, da. Ah! Da ist der Tiger. Auch richtig schönes Gehege. Richtig gut bepflanzt. Überall die Brücken. Und auch überall im Hintergrund sieht man diese asiatischen Gebäude. Das kommt halt, weil du so richtig schön viel mit Höhenunterschieden gearbeitet hast.
richtig nice aus. Auch hier hinten sieht man sogar noch asiatische Gebäude. Man kann die Tiger auch überall beobachten. Hier sind auch Brücken. Ich laufe ja hier auch auf so einer Brücke. Überall natürliche Gehegebegrenzung. Also richtig perfekt. Und wieder schöne Sounds für mich. Bären und zum Schloss. Aussicht Nashorn. Okay, hier gucken die Düsen natürlich so ein bisschen raus. Hätte es vielleicht noch ein bisschen mit Felsen oder so verkleiden können hier. Aber bist du wahrscheinlich noch nicht zu gekommen. So, wir gehen natürlich erstmal zur Aussicht vom Nashorn. Wir sind ganz weit oben. Wow. Können wir richtig schön mal auf die Nashörner gucken. Sieht schon cool aus hier, ne? Hier gibt es auch nochmal einen schönen Essensstand. Ich hätte gern einen Kaffee. Hätte ich jetzt auch gerne. Bin nämlich gerade erst aufgestanden. Deswegen, wenn ich ab und zu mal die Worte nicht finde oder ein bisschen verpeilt klinge, seid mir nicht böse. So, Imbus und Bären und zum Schloss gehen wir hier mal lang. Ein paar Mitarbeiterbereiche. Was ist denn der da so im Boden versunken? Guck mal. Obwohl das hier ein Weg ist. Komisch, ne? Oh, hier ist das nächste Gehege. Ach, das sind schon die Bären. Sieht man ganz gut hier. Ich sehe aber gerade keine Bären hier rumlaufen. Aber auch wieder mit schöner Musik. Schneegehege, bisschen Nebel. Richtig gut bepflanzt, richtig gute Felsen. Hier im Hintergrund diese richtig coole Brücke. Finde ich ja nice, diese Stützen, ne? Hier vorne auch. Sieht schon toll aus. Aussicht Bären. Da gehen wir hin. Oh, okay. Sehe sie aber nicht. Wo sind sie? Ich wette, die sind schon wieder in der Transportbox oder so und deswegen sehe ich die nicht. Nee, da schlafen sie. Ach, die nächtigen gerade. Richtig cool, dass du hier in der Mitte so diesen Unterschlupf gebaut hast. Auch mit diesen grünen Felsen da drin. Finde ich sehr schön. Hm, nices Gehege. So, gehen wir hier wieder hoch. Haben wir hier was verpasst? Ich glaube schon. Ne, Schloss Bahnhof. Okay, da gehen wir gleich hin. Aber hier hat man auch nochmal eine Aussicht auf das Bärengehege. Sind wir, glaube ich, ein bisschen weiter oben. Oh, sie stehen gerade auf. Setzt er sich hin. Und jetzt geht's zum Schloss. Hier flackert es ein bisschen. Ein Käfer. Wollen wir mal einmal gucken. Bin ja nicht so der Käfer-Fan. Aber Käfer schauen wir uns so selten an. Goliath-Käfer. Da oben ist einer. Ich hoffe, den können wir jetzt sehen. Ja. Da ist er. So sieht der aus. Mega spannend. Ich habe mal eine Frage an euch. Bewegen sich eigentlich diese Vivarien-Tiere? Oder spawnen die an diesem Ort sozusagen und bleiben dann die ganze Zeit da? Oder ist es auch so, dass die sich auch mal von diesem Ort zum Beispiel an diesen Ort bewegen? Weil ich habe das noch nie beobachtet, dass sich irgendwie eine Schlange bewegt hat oder sowas. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Zum Restaurant. Sogar hier hast du beleuchtet, nicht schlecht. Gott, das ist hier verwinkelt. Im Restaurant, wo geht's hier hin? Wir gehen mal erstmal hoch zum Restaurant. Ich werde mich auf jeden Fall verlaufen. Ah, okay. Hier gibt es Chief Beef und ein paar Tische. Und nochmal eine wunderschöne Aussicht. Oha, okay, krass. Da sind die Elefanten. Oh, das ist voll groß, das Gehege. Guck mal, da hinten sind auch noch Elefanten. Die ganzen asiatischen Gebäude. Hier sieht man nochmal die ganz coole Brücke. Bären kann man auch sehen. Sieht richtig schön aus. So, gehen wir weiter runter. Jetzt müssten wir eigentlich zum Schloss kommen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich gehe einfach mal... Ne, wir gehen mal zurück. Da laufe ich mich hier noch mehr.
werde sowieso irgendwas übersehen, weil das so verzweigt ist. Wir gehen nämlich jetzt mal hier hoch. So, jetzt haben wir nämlich auch eine Aussicht. Das ist gut. Schloss Bahnhof, Schloss Imbiss. Oh, hier kommt der Zug. Ach, wie cool. Auch hier schön bepflanzt. Hier sind nochmal so ein paar Essenssachen. Ich glaube, das könnte der Schloss Imbiss sein. Schloss Bahnhof ist dann hier. Das heißt, wir haben die beiden Sachen abgearbeitet. Bären und zum Dorf. Bei den Bären waren wir doch gerade, oder nicht? Hier wären wir gerade rausgekommen. Okay. Das heißt, wir haben nichts falsch gemacht. Aussicht Bären. Kommen wir hier wieder zurück, oder wie? Nee, das ist nochmal eine andere Aussicht. Aha, okay. Oh, das sind auch andere Bären. So wie es aussieht. Ja, das sind andere Bären. Das ist ein anderes Gehege. Der taiwanische Schwarzbär. Auch ein schönes Gehege. Auch mega groß. Bis jetzt alle Gehege wirken sehr groß. Also scheinst ein sehr tierlieben Zoo gebaut zu haben. Oh, das ist cool. Wenn die hier wirklich hochklettern können, das ist cool. Schaffen die das, die großen Bären? Das gucke ich aber jetzt mal nach. Da bin ich ja mal gespannt. Hä? Wieso sehe ich das nicht? Okay, das scheint ja... Irgendwas mache ich falsch, Leute. Egal. Irgendwas mache ich falsch gerade. Also irgendwie kriege ich die Ansicht nicht. Mich hätte mal interessiert, ob die hier rein können. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, Stony. Da läuft er. Der Süße. Aber coole Idee. Wenn die da wirklich rein können und schlafen können, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann ist das richtig cool. Weil da kann man richtig gut reingucken. Hier unten haben wir auch noch was. Ah, hier ist nochmal eine weitere Aussicht. Gehen wir mal weiter. Eine schöne Deko, schöne Musik. Zum Dorf. Toilette. Das Dorf. Ah, schön. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Habe ich nämlich gerade von oben gesehen. Oh, ich dachte, das wäre das Bärengehege. Hier sind sogar andere Tiere, nämlich Leistenkrokodile. Da chillen sie gerade. Wie schnell der ist. Ach, hier sind die Bären. Okay, ich habe mich gar nicht getäuscht. Das heißt, man kann auch noch auf die Bären... Oh, das ist cool. Jetzt verstehe ich's. Die Bären sind hier im Hintergrund und hier vorne ist noch so ein kleiner Kanal, wo die Leistenkrokodile durchschwimmen können. Coole Idee. Das heißt, man könnte hier beide Tiere zu Gesicht bekommen. Da sitzt auch gerade ein Bär. Boah, Krokodil schwimmt hier leider gerade keins. Dann nochmal ein schöner Wasserfall. Die Düsen hättest du vielleicht noch ein bisschen verstecken können. Aber du hast auch dieses coole Wasserrad eingebaut. Das habe ich halt auch noch nie verwendet. Ich wusste auch gar nicht, dass sich das dreht. Mega. Muss ich unbedingt mal so eine Wassermühle oder sowas bauen. Das wäre cool. Okay, sehr schön. Essen, trinken. Aussicht Bärenkrokodile. Kroko-Elefantenbrücke zum Bahnhof. Wir gehen erstmal hier rechts lang. Nichts verpassen. Mitarbeitereinrichtung. Okay, wir verpassen hier gar nichts. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht so doll verlaufen. Hier sehen wir auf jeden Fall nochmal die Krokodile. Jetzt sind wir nämlich auf der Kroko-Elefantenbrücke. Und sehr schön sehen. Hier im Hintergrund ist auch nochmal ein großes Gebäude. Ich glaube, das ist auch ein Bahnhof, ne? Das müsste eigentlich der zweite Bahnhof sein, den wir vorhin erlebt haben. Hier sind dann die indischen Elefanten. Aber auch sehr idyllisch. Richtig coole Idee, dass du diesen Wassersprengler, den haben wir auch schon häufig gesehen, diesen fertigen, dass du den so eingebaut hast mit einem asiatischen Dach und Felsen. Richtig cool. Oh, da ist auch nochmal eine Brücke. Aber ich glaube, die ist für die Elefanten, damit die übers Wasser können. Oh, auch sehr schön bepflanzt hier mit den ganzen Bäumen im Hintergrund. Oh, das sieht echt schön aus, ne? Wenn ihr mal auf die ganzen Pflanzen achtet, das ist schon cool. Hier haben wir nochmal Scheiben, wo wir durchgucken können. Und wieder tolle asiatische Musik. Und wieder den Arktikboden. Auch nicht schlecht, ne? Dass man hier so einen Eisboden einbaut. Finde ich von der Optik richtig schön. Coole Idee.
Oder sind die ganzen Elefanten? Nochmal durch einen schönen Tunnel. Überall sind auch Lampen. Muss ich gleich unbedingt dran denken. Bahnhof und Meer. Gehen wir mal hier hoch. Oh, wie schön. Wirklich wunderschön. Ich mag diesen Weg oder diesen Untergrund richtig gerne. Echt toll aus. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen will. Schilder. Kletterkünstler. Waren wir schon bei Kletterkünstler? Ich glaube nicht. Schuppentiere, Aussicht, Elefanten. Oha. Höhlennester, Aussicht, Krokodile. Ich werde mich hier so verlaufen. Hier kann man auf jeden Fall nochmal die Elefanten sehen. Ein schönes Schild. Geht's denn hier hin? Oh, ein Tunnel. Auch richtig cool hier mit diesen Säulen sogar noch im unterirdischen Bereich. Und hier können wir die Schuppentiere angucken beim Schlafen. Oh, coole Idee. Hier oben scheint auch nochmal so ein kleines Schuppentiergehege zu sein. Hier ist noch ein Tier. Schneeleoparden, auch unterirdisch. Okay, das ist cool, dass du hier so einen Tunnel gebaut hast, wo man die alle beim Schlafen nochmal beobachten kann. Mitarbeiterbereich. Gott, wo sind wir jetzt? Ich laufe einfach mal hier zurück, dann sollten wir eigentlich die Leoparden und Schuppentiere sehen. Genau, hier sind schon die Leoparden. Wo steckt ihr denn? Ach, da laufen sie gerade in den Unterschlupf. Oh nein, jetzt habe ich sie gerade verpasst. Da waren wir gerade, da hätten wir sie jetzt unterirdisch beobachten können. Aber auch ein sehr interessantes Gehege. Aber leider hier auch noch nicht ganz fertig gestaltet. Aber das macht ja nichts. Ich finde das cool, dass du hier auch so Nebel und so eingebaut hast. Das wirkt dadurch sehr atmosphärisch. Gott. Makaken, Borneos. Okay, dein Zoo ist größer, als ich gedacht hätte. Hier sind nochmal die Schuppentiere. Die kann man von hier wahrscheinlich beobachten. Ja. Oh, coole Idee, dass du das hier so runtergehen lassen hast. Hier ist nochmal so ein kleiner Fluss und dann ist hier oben so eine Beobachtungsgalerie. Da sind die Schuppentiere. Dadurch kann man die auch gut beobachten, weil wir so ein ganz kleines Stück höher gelegen sind auf der Aussichtsplattform hier. Cool. Und hier waren wir vorhin. Okay. Das ergibt gerade ein bisschen Sinn für mich. Das ist gut. Das heißt, wir könnten jetzt... Genau, hier waren wir vorhin auch. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal zurück. Und gehen jetzt mal in die Richtung. Oh, hier ist schon vorbei. Das heißt, wir biegen am besten mal links ab. Gehen mal zu den Makaken und Borneos. Rundgang Kletterkünstler. Ah, jetzt sind wir hier. Borneos, Makaken. Makaken ist anscheinend die Mehrzahl davon. Jetzt weiß ich's. Haben auch einige in die Kommentare schon geschrieben. Habe ich schon öfter gelesen. Er kickt das einfach weg. Aber cool, dieser Felsen hier. So ein Felsen mit ganz vielen Klettermöglichkeiten. Boah, ist voll zerkratzt. Sieht schon cool aus, das Gehege. Ganz tolle Klettermöglichkeiten. Bis hier oben können die. Weiß gar nicht, können die da oben auch noch rein? Oder da oben rauf? Gute Frage. Da chillt gerade Papa. Der will aber nicht gesehen werden, oder? Ne. Der hat gar keinen Bock auf uns. Okay, tolles Gehege. Mal wieder raus. Hier kommen nämlich die Makaken. Oh, hier ist sogar die Glasscheibe mal weggelassen. Finde ich cool. Da, wer spielt hier Musik? Da. Er macht Musik. Ja, überall auch diese atmosphärischen Sounds im Hintergrund. Finde ich richtig cool, wenn ihr sowas einbaut. Das macht die Besichtigung immer um einiges angenehmer. Auch ein sehr cooles Gehege. Mega coole Idee mit der Brücke hier vorne. Und dann hier einfach mal das Glas weglassen, weil hier ist es ja sicher an der Stelle. Nicht schlecht. So, dann kommen wir zu den Pandas. Ich finde es auch cool, dass so die Unterschiede zwischen den Gehegen so krass sind. Hier ist so ein mega bergiges Gehege und hier kommt dann auf einmal so ein richtig schönes, idyllisches Panda-Gehege. Voll cool. Oh, die sind leider gefangen. Oh nein.
Jetzt habe ich mich... Hä? Ja, ich habe mich verklickt. I'm sorry, Leute. Ich war gerade in irgendeiner anderen Ansicht. Aber hier ist ja gerade ein Mitarbeiter. Alles gut. Wie geht's, Kern? Okay, machen wir weiter. Okay, ich glaube, die Affen können da nicht oben rauf. Das wäre unlogisch, weil das ist, glaube ich, so der Mittelpunkt zwischen allen Gehegen. Das ist auf jeden Fall das Panda-Gehege. Auch sehr schön. Kann man richtig gut beobachten. Und man hat auch das Gefühl, dass man ist richtig nah dran an den Tieren, wenn man mal hier guckt. Einfach nur so ein bisschen Felsen, so ein kleines Geländer. Und sie können hoffentlich nicht raus. Gehe ich aber mal von aus. Auch schön viele Höhenunterschiede im Gehege. Wundervoll. Hier vorne Wasser. Noch ein paar Spielzeuge, dass sie da auch hingehen. Nicht schlecht. Da ist auch noch eine Höhle. Oder, nee, wo geht's denn hier rein? Sieht ja voll interessant aus. Ach, die können sogar noch hier auf die andere Seite. Die können hier durch und da hinten ist noch eine Höhle. Und hier können die dann auch noch lang. Nice. Richtig cooles Gehege. Ey, da gibt's ja wohl nichts zu meckern. Abru. Die haben gutes Gehege. Was hat sie denn? Proteste. Aber denen geht's doch gut, den Tieren. Bella Moop. Ja, whatever. Ich finde, den Tieren geht's gut. Wir haben ein wirklich schönes Gehege. So, Makaken-Borneos, großer Panda. Kleiner Panda habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal... Ja, kleiner Panda. Gehen wir mal hier lang. Ah ne, das ist ein Mitarbeiter. Kleiner Panda ist dann... Ach, der ist direkt hier, okay. Das macht Sinn. Da ist er, der Kleine. Oha! Nicht, dass er hier ausbüchst. Ist das gewollt? Ich glaube nicht, dass es gewollt ist, oder? Okay, er scheint aber nicht auszubüchsen. Komisch, aber auch sehr cooles Gehege. Eine schöne Klettereinrichtung. Hier können die auch nochmal in eine Höhle rein. Gut, hier ist natürlich noch nicht so ausgestaltet, die Höhle. Aber das sind ja alles so Kleinigkeiten. Oh, hier geht es sogar nochmal unterirdisch in so einen Tunnel. Ah, hier können wir sogar nochmal in das Höhlenkonstrukt reinschauen. Wie cool. Die haben richtig unterirdisch nochmal so ein Tunnelsystem. Nicht schlecht. Und hier können die dann schlafen. Sehr schön. Hier ist nur die Zugstrecke. Das ist das Panda-Gehege. Oh, hier ist nochmal Wasser. Wunderschön. Ich glaube, das haben wir vorhin schon gesehen. Das ist, glaube ich, der Eingangsbereich. Ich glaube, jetzt sind wir einmal fast im Kreis gelaufen. Kann das sein? Ja, genau. Okay. Hier waren wir vorhin auch. Das sind die Panzernashörner. Das heißt, wir können hier wieder zurück. Okay, dein Zoo war gar nicht so unübersichtlich. Also man konnte eigentlich echt ganz gut hier durchlaufen, ohne was zu übersehen. Wahrscheinlich haben wir irgendwas übersehen, aber ich denke mal, den Großteil haben wir gesehen. Es war sehr gut ausgeschildert und im Endeffekt hat es auch sehr viel Sinn ergeben von den Wegen. Also nicht schlecht. Und jetzt kommt Ende des asiatischen Teils. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Also wirklich ein wundervoller Asia-Bereich, den du hier gebaut hast. Auch einer der besten Zoos, die mir bis jetzt eingesendet wurden. Aber wir hatten schon so viele gute Zoos. Man kann gar nicht mehr sagen, welcher der beste war. Also ehrlich nicht. Ihr seid einfach so gute Bauer. Ah, sieht richtig schön aus hier. Schön bepflanzt, sogar mit Kakteen. Nicht schlecht. Haben wir hier noch was übersehen? Ne, hier sind wir auch schon rausgekommen. Ich glaube, wir gucken nochmal von oben. Gucken uns das Ganze gleich auch noch bei Nacht an. Das vergesse ich nämlich jetzt nicht. Gibt es hier noch mehr als den asiatischen Bereich? Ne, Eingangsbereich. Hier vorne hatten wir auch gesehen. Hier ist noch sehr viel geplant, wie man sieht. Also das ist der erste Bereich. Hier sollte noch was hin, hier sollte noch was hin. Aber das geht halt nicht von den FPS. Also wenn ihr einen Zoo plant in Planet Zoo, dann baut am besten nur wirklich einen so einen Bereich. Das hier reicht auch völlig aus als Zoo, weil der war wirklich gut und von der Länge her reicht das völlig aus und ich kann es euch nur empfehlen, weil irgendwann kriegt ihr FPS-Probleme und dann kann man euren Zoo leider nicht mehr spielen. Das ist echt ein bisschen traurig. Deswegen baut einfach nur so ein Zoo in der Größe ungefähr, dann ist das Ganze ziemlich perfekt. Ja, jetzt schauen wir nochmal. Ich finde es wirklich schön. Also wenn man das so von oben hier betrachtet,
wirklich sehr schön aus. Sehr schön bepflanzt alles. Sehr oft diese rote Farbe mit drin, mit diesen roten Dächern. Das sieht schon echt cool aus. Und hier auch die Gebäude gefallen mir sehr gut. Du hast einen sehr eigenen Stil da verwendet. Sieht schon toll aus, ne? Sehr schön. Ja, wirklich. Also gefällt mir richtig gut. Der Zoo hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube auch, wir haben nichts übersehen, wenn ich das jetzt so mal im Groben und Ganzen betrachte. Das hier waren die Nashörner, das waren die Bären, hier waren die Krokodile, ne, hier waren die Schwarzbären, glaube ich. Was denn hier? Ach, das waren die Tiger. Oh, die haben ja auch hier vorne so eine Höhle, das habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich bin hier gar nicht lang gelaufen, auf dieser Seite. Deswegen habe ich das Tigergehege gar nicht so ganz gesehen. Okay. Oh, hier ist. Bin ich hier lang gelaufen? Wartet mal, bin ich hier lang gelaufen? Ich glaube nicht, oder? Ich war, glaube ich, nur von hier. Also hier unten habe ich, glaube ich, übersehen. Aber es sieht richtig cool auch aus. Hier unten geht es auch noch rein. Geht's denn hier hin? Oder war ich hier? Ach, das sind die Elefanten. Doch, ich war hier, okay. Zumindest bin ich hier dann wahrscheinlich rechts abgebogen oder so. Und habe das hier übersehen, glaube ich. Ist ja auch egal. Aber ich finde diese Wege auch echt cool. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut in den asiatischen Bereich passen. Das sind ja hier einmal der hier und der hier. Das sind die beiden Wege aus dem Arktik-DLC und die passen wirklich gut in diesen asiatischen Bereich. Sieht doch alles echt schön aus hier. Und überall diese atmosphärischen Sounds und Musik und sowas im Hintergrund, das macht es halt auch alles nochmal um einiges schöner. Also es macht wirklich viel aus. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz bei Nacht. Schauen wir mal, wenn die Lampen angehen. Oha, okay. Hier ist viel beleuchtet. Nicht schlecht. Überfliegt das Ganze nochmal eben so grob. Überall Laternen. Alles wundervoll ausgeleuchtet. Gerade in die Gebäude gehe ich nochmal rein. Die hier war auch echt ein Highlight, die Unterwasser-Viewing-Galerie. Auch sehr schön hier. Okay. Auch die Zugfahrt ist Hammer. Diese Zugstrecke. Schaut mal, wie schön das alles beleuchtet ist. Okay, da hast du dir echt viel Mühe gegeben. Das sieht alles so richtig gut aus. Boah, jetzt bin ich hier im Boden geglitscht. Mach mal eben die andere Kamera an, dann geht es ein bisschen leichter mit dem Bewegen hier. Gerade in Gebäuden. Geht's hoch? So. Hast du wirklich sehr gut ausgeleuchtet überall. Oh, hier ist auch nochmal so ein großer Fluss, der hier lang fließt. Das ist alles nur hier für die Optik, für die Bahnschienen. Hast du das gebaut? Ah, nicht schlecht. Okay, der Zoo ist wirklich sehr gut ausgeleuchtet. Was ist das denn hier hinten für ein Gebäude? Einfach so. Als Deko wahrscheinlich für den Hintergrund. Denk mal, diese ganzen Tunnel sind wahrscheinlich auch sehr gut ausgeleuchtet. Ich mal einfach von aus. Boah. Ich muss doch wieder die andere Kamera anmachen. Ich bin völlig überfordert mit der Steuerung gerade. So. Gehen mal hier rein. Ja, hier ist auch schön ausgeleuchtet. Will mich jetzt nicht nach links drehen, weil ich sonst Probleme kriege mit der Kamera. Aber wir wissen ja, dass man da die Tiere beobachten kann. Wirklich sehr schön. Man sieht das ja, ne? Wie gut das hier ausgeleuchtet ist. Hier ist auch nochmal schön beleuchtet. Wow. Okay, das hat echt Spaß gemacht, Stony. Das war Stonys Nature 2. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, richtig gut gefallen. Ich würde sagen, schreibt ihr mal jetzt in die Kommentare, wie euch der Zoo von Stony gefallen hat. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.